Guten Tag, verehrtes Publikum. Willkommen zu Unschaffen schlecht beleuchtet. Umbau der E90-5. So, ich muss es also, da ich ja sehr gut gelötet habe, erstmal das ganze Zinn hier absticheln und anschließend die Lötstellen öffnen, das nach außen klappen und dann, naja, wird eine ziemliche Fummelei. Und ich sagte ja schon, ich nehme das auseinander, weil ich mir zwar über meinen Getriebebau sehr viele unerschöpfliche Gedanken gemacht habe, aber nicht über die eigentliche Demontage dann. So, und jetzt muss ich halt den Ablauffehler korrigieren. So ist es halt. Das sollte eigentlich ganz gut funktionieren, denn ich habe hier ja nicht mit Zinn gekleckert, sondern relativ behutsam gelötet. Allerdings ist die Kehle natürlich zugelaufen und hätte ich bloß so eine Lötpunkte gemacht, dann könnte ich die aufmachen und dann mache ich die Teile runterbiegen und dann abknicken, aber das wird wohl nicht so nicht funktionieren. Wie dem auch sei. Das werde ich jetzt tun. Ich habe irgendwo eine Spreizzange. Natürlich weiß ich nicht wo. Und eine Sprengringzange habe ich sogar zwei. Wahrscheinlich im Motorradwerkzeug. Also, was soll ich machen? Also wird wieder mal alles behelfsmäßig gemacht. So, jetzt sollte ich mir vielleicht was konstruieren, dass ich hier auf einem Holzbrett das festschrauben kann und dass ich dann im Prinzip das Teil hier jetzt runterbiegen kann, ohne alle zu verderben. So, jetzt habe ich... Ich fange jetzt mal mit so an. Ne? Also fange ich auch häufig an. Nun habe ich noch nicht so häufig. Erstmal die Winkel angelötet und jetzt muss ich halt nur noch hier oben die Löcher bohren und dann die Gewinde schneiden und dann passt das. Aber ich bin erst mit dem ersten Teil fertig und ich will ja auch noch hier drin die Lager noch ein bisschen machen. Ja, vielleicht gehe ich da noch mal mit der Fräse drüber. Die könnten noch ein bisschen gerader werden. Gut, also jetzt noch die andere Seite. Jetzt ist es schon 9:30, also ich bin jetzt schon über eine Stunde beschäftigt damit. Das dauert doch länger, als ich erwartet habe, aber geht besser, als ich befürchtet habe. Man ist doch schon ein Anfang. Während draußen der Nachbar wieder seinen Rasenmäher malträtiert, habe ich auch auf der anderen Seite die Träger angelötet und jetzt werde ich bohren, aber unterschiedlich, so dass ich die Seitenteile und so nicht verwechseln kann. Gut, das sind jetzt 3 mm ist dieser ganze Streber, also ich muss in die Mitte bohren. Ja, und ich sag mal, M2 wäre zu groß. Mal gucken, was ich hier so habe an wunderschön Brillenschrauben. Da steht natürlich irgendwas drauf. Aber das ist doch wahrscheinlich alle Lüge. Weil hier steht 2,5 mal 1,8 mal 8,0. Also keine Ahnung. Ist das die Gewindelänge? Ist ja wieder irgendwas Chinesisches. So, 1,4er würde passen. Hier hätte ich auch noch mal 1,4er. Ich habe auch 1,2er. Aber ich weiß nicht, ob ich jetzt einen Gewinde bohre. Was ich da noch habe. Nämlich, also jetzt weg nicht M1, M1,2, M1,4. Puh, mal überlegen. So, die Entscheidung fällt das
Schicksal für mich. Ich habe zwar 1,2er, aber nur eine begrenzte Anzahl. Weshalb es also 1,4er wäre. Obwohl, ich habe hier auch noch was Komisches. Könnten das sein? Ja. Steht 1,0. Ja, was ist das 1,0? Ich weiß es nicht. Ja, 1,4er. So. Ja, ich weiß, fast außerhalb der Kamera. Ich körne erstmal. Irgendwann in nicht allzu ferner Zeit muss ich mal meine Arbeitsplatte ersetzen. Aber da ist noch ein bisschen Luft hin. Und da Larry mir gesagt hat, dass unsere Gummistiefel nicht mehr aus Holz sind, werde ich jetzt also nicht mal 0,8 rechnen, sondern mal das Internet bemühen, was ich jetzt für eine Größe vorbohren muss. Also ich werde sowieso erstmal mit 0,5er vorbohren und dann, wenn ich die durch habe, hier oben ist ja sowieso ein Ticken größer, weil ich ein bisschen Spiel brauche. Ich glaube nicht, dass ich so genau arbeite. Aber wenn ich hier die 0,5er durch habe, dann werde ich erstmal das Material drunter körnen und dann meine Bohrung setzen und Gewinde schneiden und dann oben das noch ein bisschen aufarbeiten müssen. Fertig. Gewinde sind geschnitten. Sieht alles gut aus. Das sind die Gewinde gebohrt. Ja, das wird sich rausstellen. Okay, jetzt, nachdem das Thema durch ist, jetzt kommt das ungeliebte Montieren der Getriebe. Also mein Gedanke ist, dass ich erstmal mir eine ganze Reihe von diesen überlangen Silberstahldrähten nehme. Also das hier Grundmaterial. Und das erstmal zusammenfriemle. Und die werden hinterher gekürzt, wenn ich die Gegenkurbeln habe, also die Halschenkurbeln. So. Muss ich wahrscheinlich noch mal ganz sanft hier reingehen, damit die Beize abgerieben wird. Damit ich auch eine Stromabnahme habe. Und dann muss ich mir wieder jede Menge sehr, sehr viele Achsen anfertigen. Das ist unschön. Das Montieren dieser Getriebe plus das Anfertigen der ganzen Beilagen, das dauert heute wahrscheinlich wieder einen ganzen Tag. Denn ich hatte gestern schon mal, ich weiß nicht, ob ich das schon im Video gezeigt habe, ich hatte gestern schon, warum liegen hier 1,4er Schrauben rum? Mal geguckt, ich brauche hier 1,2er Beilagen hier für die Zahnräder, die muss ich mir noch anfertigen. Und dann brauche ich hier draußen keine Beilagen, wenn ich die innen einsetze. Und hier werde ich vielleicht ein bisschen dünner machen, denn da muss ja das hin und her schwenken. Hier im Zwischenzahnrad. Die kommen ja die schwarzen hin, die ich nachbestellt hatte. Und da muss ich dann mehr Beilagen machen, damit mir das nicht ausfällt. Gut, also schlichte Montage, langweilig, uninteressant, zeitaufwendig. Musste jetzt noch mal was anderes machen und habe erstmal den Rahmen hier gestrahlt.
Und jetzt möchte ich das mit der Beize behandeln. Also ist ja gerade frisch gemacht und eigentlich sollte es funktionieren, wenn ich einen Pinsel finde. Ist ja eigentlich entfettet, von sämtlichen Oxiden befreit. Ja, man sieht schon, es wird schon braun. Gut. Und nachdem ich das dann erstmal gemacht habe, dann werde ich mal mit dieser Vorgehensweise erstmal pausieren. Für den Fall, dass die Farbe überhaupt nicht hält auf dieser Beize. Und das wäre dann echt nicht schön. Da würde mir nämlich bei diesen beiden Maschinen E90, E06, würde mir alles wieder runterplatzen. Bisschen fleckig. Verstehe ich nicht, ja. Nach dem Strahlen ist es immer noch fleckig. Und hier habe ich nur die Rückwand. Das Heckmittelteil gemacht. Oh, vergessen. So, denn ich muss ja hier noch eine Mutter auflöten. Daran darf ich ja nicht. Das darf ich nicht vergessen. Gut. Jetzt lasse ich das mal eine Weile einwirken. Denn ich muss ja jetzt hier noch meine Zahnräder einbauen. Ich habe mal die Zwischenzahnräder eingesetzt. Hier ist ja nun die Stelle mit dem Getriebe. Zahnrad oder mit dem Ritzel. Und da habe ich ja nur noch besonders große Freude dran. Weil da oben muss ich auch wirklich sehr genau im Hundertstelbereich muss ich denn hier oben noch Beilagen schleifen, dass das wirklich nicht am Großen kämmt und nicht am Kleinen. Das muss also genau in der Mitte liegen und da habe ich, naja, jetzt haben wir so 2 Zehntel nach links und rechts frei. Also eigentlich alle gut. Okay. Jetzt sind hier die Achszahnräder dran. Das ist eigentlich das Wichtigste, dass ich endlich mal sehe, wie mein Getriebe läuft. Da muss ich jetzt auch noch ein paar Beilagen machen. So läuft es leise. Hat auch noch Spiel. Also habe ich erstmal soweit, so wenn ich das also jetzt festhalte, das Rote hat Spiel, das Schwarze auch, vielleicht sogar ein bisschen zu viel. Ne, ist alles gut. Hab also sehr genau gearbeitet. Gut, und jetzt muss ich halt hier noch diese Ringe schleifen. Da habe ich mir schon hier das Schächtelchen bereitgelegt. Das ist sicher jetzt nicht die eleganteste Lösung. Hier siehst du mal, wenn man jetzt so genau guckt, eigentlich würde sogar es ausreichen, wenn ich, der Eingriff ist eigentlich nur gut. Das ist ja sowieso der seitenverschiebbare Radsatz. Da habe ich jetzt einen halben Eingriff nur, aber das Ritzel ist auch nicht viel breiter. Also vielleicht mache ich da bloß kleine Unterlegscheiben drin. Oder wie viel habe ich überhaupt hier noch? Entschuldigung. Es sind hier 1,8. 209er. Da werde ich irgendwelche Unterlegscheiben nehmen.
und ja, ganz klein, ganz dünner. So, das ist dann soweit drin. Hier ist die seitenverschiebbare Achse, hier ist die Blindwelle. Und hier Blind, seitens, das ist also hier die erste Achse, zweite Blindwelle, dritte Achse. Ja. Also läuft. Wird eine Menge Krach machen. Aber besser so, als wenn die Maschine mit dem Originalantrieb dann sich überhaupt nicht richtig bewegt. So, jetzt ist nur noch das Schneckenrad einzubauen. Das habe ich hier oben. Und da war ja jetzt mit dem Zahnarztwerkzeug das zu machen. Ja, das ist auch nochmal wieder, wie ich schon sagte, Fummelei wegen der Beilagen, die ich jetzt hier anfertigen muss. Da habe ich alle drinne. Ach, verdammt. Jetzt ist meine Passstück rausgefallen. Doch noch nicht. Aber ich muss sagen, kompliziert. Und das mit dem Außenrahmen. Nee, da wäre ich irre geworden. Ich bin froh, dass ich es so gemacht habe. Also ja, jetzt sind, weil die Beilage hier noch fehlt. Aber so ist in Ordnung. Dreht sich leicht. Naja, dann mache ich jetzt die Beilage noch hin und dann muss ich mal den Motor anpassen. So, das ist vollbracht. Die Erfindung des Herrn Siemens. So, und wenn man jetzt so guckt, also es gibt schon Eingriff, der ist natürlich lächerlich, aber ich muss jetzt hier wirklich nur noch, also mit einem Haufen Dreck verbunden, ich werde jetzt hier in die Kanten noch ein bisschen runternehmen und dann kommt der Motor tiefer und dann könnte ich ihn einkleben. Ich muss doch nicht mal schleifen. Ich hatte hier wahrscheinlich vom Fräsen eine Beule drin. Nachdem ich diese Beule rausgenommen habe, sitzt es. Also da habe ich wieder mal mit Schätzen alles richtig gemacht. Ich werde die Kanten trotzdem ein bisschen brechen, damit ich hier mit dem Kleber ein bisschen besser zurechtkomme. Aber ja, könnte ich, wenn ich mutig bin, soll ja gleich mal einkleben. Gut. Dann mache ich das jetzt mal. Ich muss schon wieder meine ziemlich verschlissene Schaumgummimatte. Also, dafür nehme ich jetzt wieder irgendein U, weil der ja eben nicht wirklich aushärtet, sondern ein bisschen so restelastisch bleibt und man ihn dann mit einem Lötkolben recht gut weggeschmuggelt kriegt. Während also dieses Getriebe erstmal aushärtet, zumindest der Kleber, nicht die Getriebe. Nein, das ist keine moderne Kunst, sondern ich habe doch mir ein neues Gerät zugelegt. Und zwar einen Dörrautomaten oder ein Dörrgerät. Also sieht aus im Prinzip wie eine Mikrowelle oder ein kleiner Backofen. Und soll nur bis 80 Grad hochgehen. Ich möchte da meine Farbe künftig einbrennen. So was habe ich früher auch schon gemacht, bis ich dann eben viel Pech mit einem blöden Backofen hatte. Und das Pech war, ich stelle die, also einmal stelle ich eine Märklin-Lok drin und die bekamen einen Pickel, weil die Backöfen, ich hatte es bei 80 Grad eingestellt, aber die haben ja so eine ganz eigene Interpretation. Die heizen ja dann bis 200 hoch, habe ich vielleicht schon mal erwähnt, und kühlen dann wieder ab und so. Und andere habe ich ein Messingmodell reingestellt und da fielen mir die Lötstellen auseinander. Und deshalb habe ich jetzt mal was zusammengebastelt und mal gucken, ob das jetzt in dem Dörrautomaten, ob das irgendwie zerfällt. Weil Lötzinn neigt ja denn doch bei einer gewissen Temperatur schon matschig zu werden. Der nächste Tag. Der Klebstoff ist immer noch so ein bisschen restelastisch. Nicht unerwartet. Also ich glaube, ich werde nochmal mit Stabilit Express hier hinten reingreifen und da nochmal eine Klebe.
eine Klebstelle machen. So, jetzt ziehe ich mal meinen Draht raus. Und dann mal gucken. Ich habe mich doch nicht mal in meine Arbeitssachen geworfen hier, weil ich neugierig bin. So, mal gucken. Schon mal, das läuft noch gerade. 8 Volt. So, jetzt sind es genau 12 Volt. Man sieht ja anhand meiner Achsstümpfe, wie sich das bewegt. Gut, das hört man nicht, weil der blöde Flugzeug ist. Ja, Zentralflughafen Schönefeld ist in der Nähe. Ja, das ist jetzt kein Brumm, sondern das ist einfach nur ein Malen der Geräusch. Ja, also so von der Geräuschkulisse bin ich jetzt aber zufrieden. Also ist noch ungeschmiert, also es läuft noch roh. Jetzt lasse ich mal den ganzen Kasten ein bisschen vor sich hin rütteln hier, bevor ich da mit Schmiermittel rangehe. Und während der sich hier jetzt amüsiert. Ah ja, also. Ich war ja gestern noch fleißig. Ja, ich habe wieder Pinsel gekauft, damit ich jetzt Zinn runterbürsten kann. Und für einen Euro ist das völlig okay. Muss ich noch einen Platz suchen. Oh. Noch eine Pinselschachtel. Also, die Rahmenteile sind fertig. Die habe ich auch in dem Dörrofen gehabt zum Einbrennen. Und ich verspreche mir große Dinge. Naja, hier sind so einige Stellen, hier ist aber schon, wo ich mit der Zange angefasst habe. Da ist nicht genug Farbe reingekommen. Da gehe ich hinterher noch mal rüber. So. Und jetzt vielleicht das Wichtigste, die Aufbauten. Ich habe mir echt Gedanken gemacht, weil ab 80 Grad wird der Zinn weich, sagt man, und ich habe es auch schon erlebt. Und bin deshalb nur bis 65 gegangen. Und das ist ja im Prinzip, naja, 80 Grad wären zum Einbrennen der Farbe schon schön, aber wie gesagt, hat mich nicht getraut. So. Nicht schlecht geworden. Jetzt beginnt natürlich das Elend mit dem farblichen Absetzen unten. Das machen der Pufferbohlentritte und auch das Dach und das Abkleben da. Ach, da freue ich mich ja nur ja nicht drauf. Wieso ja nicht, wie die Abdeckschienen der Türen, die müssen wahrscheinlich grün bleiben. Komme ich dazwischen mit Papier? Ja, also irgendwie. Das muss ja eigentlich auch von innen grau gemacht werden. Und wenn ich jetzt mit dem Pinsel rangehe, ich fürchte, erstmal sieht es nicht so ordentlich aus. Und zweitens, wenn ich dann zu lange mit dem Pinsel auf irgendeiner Stelle stehe, dann löst die Verdünnung ab. Ich müsste also mit einer Wasserfarbe das Dach von innen machen. Da habe ich wahrscheinlich Generaltöne wieder. Also irgendwas ist ja immer. Ja, aber das Ergebnis ist schon mal nicht schlecht. Und so könnte es dann aussehen. Und da das Triebwerk, das ist das Schlechtere der beiden, glaube ich. Und da das Triebwerk jetzt ganz gut läuft, werde ich also den anderen Antrieb jetzt hier nochmal zusammensetzen. Das ist ja der mit den Hülsen, eingelöteten Hülsen. Hier ist also die Genauigkeit sogar noch ein bisschen besser. Also ich muss sagen,
Ist keine Absicht. So cooler Modellbauer bin ich nicht. Und nehmen wir mal an, diese Schachtel ist jetzt hier so ein bisschen der Resonanzkasten des Aufbaus. Also das kommt doch verdammt einem Tatzlagerantrieb. Verdammt nahe. Also anders hört sich ein Sounddecoder oben bloß nicht an. So, jetzt läuft das Getriebe bei 0,6 Volt. Ich habe mal hier eine Blindwelle raufgesteckt. Wahrscheinlich sieht man sogar das Schraubloch. Also bewegt sich sehr langsam. Ich habe dann mal das Getriebe überprüft, die Geschwindigkeit ausgerechnet. In Theorie und Praxis sind ja immer das für unterschiedliche Paar Schuhe. Und die Maschine fährt 30. Das höchste Geschwindigkeit beim Vorbild war 50. Aber die Literatur sagt aus, dass die auf der Schlesischen Gebirgsbahn, was ja mein Spielthema ist, dort sind die Güterzüge noch mit Dampf etwa mit 15 schlimmst, oder im besten Falle mit 20 unterwegs gewesen. Und mit der Einführung der E-Loks kamen sie dann wenigstens auf 25 bis 30 bei den Güterzügen oder vielleicht auch 35 bei den kräftigen Maschinen. Und das war für die Bande ein erheblicher Gewinn. Weshalb ich dann also meine Lokgeschwindigkeiten ohnehin runterreguliere. Dazu kommt noch, dass ich der Überzeugung bin, dass wir im Modell mit unseren verkürzten Strecken hat es ohnehin keinen Sinn, dort in der Vorbildgeschwindigkeit zu fahren. Wir haben da meinetwegen zwischen einem Bahnhof, selbst auf so einem Fremo-Treffen, ja, meinetwegen, wenn ich mit Janowitz in der E-Strecke unterwegs bin, da haben wir zwischen Schattenbahnhof und Janowitz haben wir 5, vielleicht 7 Meter Strecke. Das ist für einen Modellbahn natürlich ein Hammer, der zu Hause sitzt. Und wenn diese Strecke dann in einer Minute durchfahren ist, das ist nicht schön. Also sehr vorbildwidrig. Deshalb reguliere ich meine ganzen Loks runter. Also meine Güterzugmaschinen, die sollen so 30 fahren, vielleicht 35. Meine Personenzugmaschinen 50 und meine Schnellzugloks 85 bis 90. Außer die 0354, die darf natürlich einen ganz anderen Stiefel fahren. Aber sonst, dass auch der Zuschauer was von hat, vom Bewegen der Stangen und so weiter. Und ich möchte halt nicht nach 3 Minuten schon die ganze Strecke durchfahren haben. Und wenn ich jetzt hier meine Seitenteile aufstecke, da klemmt nichts. Und wenn ich jetzt den Getriebelock laufen lasse, ist also alles gut. Ich habe ausreichend genau gearbeitet. Ist auch noch Spiel, also wenn der Rahmen dann zusammengeschraubt ist. Alles prima. Okay, naja, dann Lust habe ich keine, aber ich werde jetzt mal das zweite Getriebeteil zusammenbauen. Getriebeteil 2 ist auch geklebt, härtet jetzt aus. Diese Harzkleber, die sind ja so ein bisschen, ja, dauert ja immer ewig, wie die wirklich fest werden. Manche werden es nie. Und laufen lassen habe ich es noch nicht. Okay. So, jetzt ist mein Aufbau hier. Ich müsste mich jetzt langsam ums Dach kümmern. Die Lampen müssten noch schwarz abgesetzt werden und. Und dazu muss ich abkleben. Und das ist mit die schrecklichste Arbeit, die es bei diesen ganzen Modellen gibt. Also früher, als ich noch ein bisschen cooler drauf war, habe ich ja teilweise so gemacht. Ich habe einfach nur hier Pappe reingehalten und habe dann gespritzt. Aber das Risiko ist mir zu groß geworden inzwischen. Also ich bin in letzter Zeit häufig sehr, sehr ungeschickt und das muss dann nicht sein. Und darum bin ich mir auch nicht sicher, ob ich nicht vielleicht hier den Umlauf, ob ich das nicht vielleicht mit der Hand färbe. Also früher habe ich es ja mit Nachfüllzeug vom Edding gemacht. Aber
ich habe mir inzwischen einen ganzen Sack voll solche Farben hier geholt von Vallejo. Aber schwarz habe ich glaube ich nicht gekauft, Idiot. Naja, gut. Da bin ich kein großer Freund davon, die mit einem Pinsel aufzutragen, aber hier unten, die ganze Kante müsste schwarz gemacht werden. Also, das ist nicht so ohne. Und ich sagte ja schon, wenn ich dann hier mit Weiner dran gehe, dann löst sich mitunter die Farbe drunter an. Passiert vielleicht diesmal nicht, weil die Farbe eingebrannt wurde, aber bin mir noch nicht so sicher. Die Dächer sind gemacht. Auch kurz in den Ofen gestellt und ja, deswegen kann man überlegen, ob ich mir doch mal die ganze Abkleberei antue oder ob ich es mit der Hand mache. Eigentlich bin ich ganz gut, was Farbe angeht. Uneigentlich müsste ich mal gucken. Beide Getriebeteile sind jetzt fertig. Und das mit den ausgebuchsten Lagern, das läuft ein bisschen lauter. Also wenn ich die mal vergleiche. Da läuft also das erste, das mit dem Mehrlagerspiel, läuft einfach friedlicher. Ja. Und ja, was soll ich da noch groß sagen? Man sieht, ich habe schon rote Markierungen gemacht, weil nämlich jetzt das Räderaufpressen dran ist. Mag ich auch nicht so, also die rote Seite wird die isolierte Seite sein. Und da muss ich dann auch noch die Strommagnetbleche oder Patinackstreifen aufkleben. So, Räder sind drauf. Spurmaß stimmt noch nicht. Und ein Glück, dass ich das rot markiert hatte. Dadurch fiel mir das während des Aufpressens raus. Hä? Wieso ist das Rad auf der falschen Seite, das isolierte? Ja, musste ich nochmal auseinandernehmen. Also beziehungsweise ich habe dann die Achsen durchgestochen und habe sie von einer Seite reingemacht. Und jetzt passt das. So, und jetzt beginnt die Einstellerei. Und man sieht ja, dass ich hier ordentlich einen Überstand habe, den muss ich dann ganz vorsichtig abschleifen am Ende. Dann hatte ich nicht die nötigen Presshülsen da. Die von Vormann, da gibt es zwar Tausender und dann glaube 1400 da nochmal oder jeweils, die entweder passten sie nicht rein oder fielen durch. Also das war echt Murks. Musste ich mir noch welche drehen, aber mit dem Innendrehen, das kann ich nicht wirklich und habe mich da sehr gequält. So, ich habe es lieber überpresst, als am Ende nochmal die Treppen steigen zu müssen. Und ich habe es hier 13,5, also da muss ich hier ordentlich ziehen. Mal gucken, ob das so funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Weil ich ja jetzt hier noch die lange Achse habe. Ich schätze, ich muss mir noch ein Werkzeug bauen. Nee. Funktioniert. Funktioniert nicht. Da ziehe ich es bloß von der Kunststoffhülse runter. Ach, verdammt. Ich habe es mit etwas Bauchschmerzen mal die Achsköpfe dort ein bisschen beschliffen und werde jetzt also die nicht. Oh! Das stimmt schon. Die nicht isolierte Achse abziehen. So, was haben wir hier? Und noch 3/10. Das ist jetzt hier so ein ISO-Universalradsatz. Ja, der ist auch so ein Ärgernis. ISO baut wirklich schöne Loks. Die T16, die hätte ich schon mir fast zugelegt. Und dann kam ein Bekannter
Ach nee, ein Freund. Der kam auf der Ausstellung damit an. Und dann kamen die nicht über meine Weichen. Und mein Innenspur, was nicht stimmte. Das war ein echt deprimierendes Erlebnis. Weil sonst optisch macht die unglaublich was her. Ja, naja. Und meine Fremo-Kumpels, die haben dann auch drüber nachgedacht und haben gesagt, ne, die ist auch dann auch so kompliziert zu zerlegen, also ist empfindlich und man müsste dann da die ganze Fahrwerk umbauen. Da stehen die Bremsen am Weg. Also das ist alles nicht so einfach. Da kann nicht einfach so wie hier rangehen und dann da mal ein bisschen ziehen. Und alles ist gut. Ja, und meine ESO muss eine sich Gedanken gemacht haben. Und sie wollen lieber die Märklinisten als und GFN-Bahner, also die Profigleisbahner haben und mich nicht als Kunde. Naja, ist okay. So ist das Leben. Zumal ich sowieso kein großer Tenderlook-Freund bin. Letztes erste Mal mit Rädern. So, die Höchstgeschwindigkeit bei 30 ist etwa das. Man hört das Geräusch. Und das hört sich doch deutlich anders an. Also hier habe ich noch so was wie ein Malen drinne, aber das ist ja noch keine Stunde gelaufen. Oh, ich sehe gerade ein Rad. Das läuft nicht ganz rund. Oder ist es wieder die vom Abdrehen hier? Muss ich mal überprüfen. Ich habe also das Schwarz aufgetragen. Ja, akzeptabel. Kanten sind grau, sauber. Hinten ist ein bisschen hinter das Band geraten, aber nur zum Glück da hinten. So, und was, und dann habe ich es noch mal so ein bisschen warm, noch mal eine halbe Stunde in den Ofen gestellt. Und was fällt mir auf? Ich hab die blöden Befestigungsmuttern hier vergessen, wa? Aber ich stelle gerade fest, ja, vielleicht doch nicht. Ha! Irgendwie wusste ich nicht mehr. Ich habe offensichtlich hier Gewinde reingemacht, das ist doch prima. Also doch nicht. Alles gut. Vorne die Mutter, hinten ist alles prima. Okay. Und habe ich davon, ich werde jetzt mal die Lampen weiß auslegen und das Ganze dann noch bis morgen durchtrocknen lassen. Das farbliche Absetzen, die Alterung, all das sind Dinge, die ich morgen erst machen will. Also so Wasserspuren. Den Pinsel greifen, weil wir auch hier die so hier runtergelaufen sind und hier das in welchem Umfang weiß ich noch nicht, aber das wird alles morgen erst passieren. Riecht noch ein bisschen nach Farbe, also ist noch nicht hundertprozentig durch, aber es ist schon griffsfest, ja. Wie gesagt, eine halbe Stunde war es im Ofen drin. So, hier sind ein paar Fussel drin. Die können doch auch ab. So, das Dach riecht jetzt nach der zweiten Runde nicht mehr. Ja, und dann gucke ich mal bei meinem Antrieb, ob jetzt die Strommatten mir mal halte. Partinax-Platten, ob die dann fest sind, und dann schauen wir da. Unter Umständen habe ich noch was anderes vergessen.
zwar die Pufferplatten. Denn die habe ich jetzt in der Schachtel oder Tütchen noch gefunden. Und ich weiß nicht ganz sicher, ob ich die anbauen muss. Da ich die Puffer sowieso einkleben werde. Beigelegt sind Stangenpuffer. Und ich habe hier aber vor Weihnachten noch Korbpuffer. Nicht mehr so wahnsinnig viele. Müsste man mal gucken. 26, da sind eigentlich schon Hülsenpuffer bei Güterzügen notwendig. Zumindest bei dem Güterwagen war die Umstellung fast abgeschlossen. Ja, dann muss ich mal sehen. Also bei den Schnellzugloks und Personenzugloks hat es länger gedauert. Also die ES57, die jetzt hier parallel gerade entsteht, bei der könnte ich dann durchaus noch Stangenpuffer anbauen. Wenige Minuten später sind die Lampen ausgelegt. Meine Platten sind schon dran. Und auch wenn es so aussieht, als wenn ich fast fertig bin, ich vermute mal, dass ich die Kamera stehen lassen sollte. Stromabnahme anbauen, LED bestücken und einbauen dauert noch mindestens einen halben Tag. Die ganze Elektronik sowieso da drinnen einzubauen, ein Tag. Farbliche Absetzung, nochmal einen halben, sind wir schon bei 2 Tage. Fahrwerke montieren plus Fummelei an den Kuppelstangen und Blindwellen ist nochmal ein 3. Tag. Verglasung, Griffstangen, Kleinkram, Beschriftung. Ja, ich werde noch 4 Tage hier an der Lok zubringen. Und dann sollte sie soweit sein. Ah, hier sieht der Pufferbullen eigentlich noch nicht richtig vernehmlich. Ich muss hier noch die Luftschläuche absetzen und. Also das ist noch so viel Kleinkram. Und ja, ist es nicht mit einfach nur zusammenschrauben. Die Stromanhänger sind drauf. Also der Mittelradsatz greift hier hinten an und die sind hier in der Mitte aufgelötet. So, da muss ich natürlich noch zusehen, dass ich irgendwo ein Draht rankriege, ohne in die Nähe meiner Stromanhänger zu kommen. Gut. Tja, ich weiß nicht. Ist es 4:45? Seit etwa um 10 sitze ich hier jetzt und habe eigentlich doch ein bisschen was geschafft. Stromabnahme, Masse. Da müsste ich vielleicht hier nochmal ein Loch bohren und eine... Denn so traue ich dem Frieden jetzt nicht über die ganzen Schraubverbindungen. Ja, ich denke mal, ich bohre hier nochmal ein Loch rein. Ja, ein bisschen spät ist für so einen Scheiß hier. Aber bevor ich das mache, Teil Nummer 2. Das ist Teil Nummer 1. Mal gucken, ob das jetzt so hinhaut. Stromabnehmer liegen weit genug weg. Ja, da sehe ich ja schon, wenn ich jetzt hier eine Schrauberin mache, dann wird es nichts. Aber ich habe hier drüben ja nochmal eine Winde. Vielleicht da könnte ich den Masseangriff machen. Okay. Und erstaunlicherweise, obwohl ich hier die Rahmen schon mehrfach aufgefummelt habe, die Farbe ist noch dran, also scheint einbrennen. Doch was zu bringen. Es gilt es erstmal zu überlegen, weil ich keinen Fehler machen will. So, ich habe hier noch den... Den muss ich auch noch machen. Den Decoder schon vorbereitet. Hier ist auch schon... Schon zusammengeklebt. Naja, dann kann ich das ja gleich machen.
Und den habe ich auch schon ein bisschen programmiert, meine ich. Und jetzt muss ich mal gut drüber nachdenken, was ich eigentlich vorhabe. So. Jetzt nicht wieder den Fehler machen. Einfach mit dem Lötkolben in die Nähe meines Lautsprechers geraten. Dann klebt der nämlich immer am Lötkolben dran. Ne? So, mal gucken. Ich hatte mir inzwischen hier nochmal eine Digitalleitung langgezogen. Also, meine Absicht ist ja, in eine Lokhälfte den Decoder und den Lautsprecher reinzumachen, sowie den Speicherbaustein. In die andere Lokhälfte soll dann dieser, ja, schon ein bisschen ramponierte FX, also Funktionsdecoder, damit ich zwischen beiden Lokhälften nur vier lächerliche Drähte habe. Also, Masse und Masse wird miteinander verbunden und Rot sowie, ja, Moment. Ja, eigentlich nur zwei Drähte. Ja, Blödsinn, was ich erzählt habe. Es müssen nur zwei Drähte verbunden werden, weil der geht hier auf Rot und Schwarz und der geht da drüben auf Rot und Schwarz. So, ich lese gerade aus. Es ist schon wieder eine Weile her, wo ich was gemacht habe. Und so wie ich jetzt bei meinem Aufbau vergessen hatte, dass ich dort Gewinde reingeschnitten hat und auf welche anderen Platten eingelötet habe, so habe ich wahrscheinlich auch hier inzwischen vergessen, was ich darauf programmiert hatte. Also das ist die Idee. Und dann würde auch die Lokhälfte mit dem Funktionsdecoder, die würde nach meiner Einschätzung auch mehr Blei vertragen. Denn hier ist ja doch eine ganze Menge. Wo habe ich denn jetzt wieder den Speicherbaustein hingeworfen? Ja, der muss jetzt auch noch angelötet werden. Ich hatte vergessen, dass ich oben am Testbrett da noch einen anderen Decoder dran habe. Da kann das natürlich nicht funktionieren, obwohl sie beide selber Bauart sind. So, das sind jetzt noch keine preußischen Lokpfeifen, die muss ich noch ersetzen, aber Schaltwerke, Stangenrütteln, alles da. Also der ist schon programmiert. Da muss ich mal angucken. Nochmal, was ich da geschrieben habe. Adresse hat er auch, die 69, also eigentlich ist alles gut. Jetzt muss ich nur noch die Funktionszuordnung bedenken, denn ich möchte ja mit dem Vorwärts und Rückwärts, ist jetzt so eine Sache. Denn wenn die Loks erst miteinander verbunden sind, mir ist gerade ein Gedanke gekommen. Ich kann ja auch die Lokhälften einzeln draufstellen und einzeln programmieren. Nee, ist Quatsch, ich brauche doch vier Drähte, weil ich muss ja hier den Motorstrom, orange und grau, muss ich auch noch rüberziehen. Also doch vier. Oh. Und erneut dumm angestellt. Ich krieg nämlich mein Kasten hier nicht so ohne weiteres drin. Also erstmal stört vorne die Feinkupplung. Aber das wäre jetzt Pillepalle-Kram. Ich habe den Eindruck, ich kriege auch meinen ganzen hier ist zu viel Material, denn ich kann jetzt nicht nach hinten einrasten, weil hier dieses Blech im Wege ist. Und ich habe, mit den Motoren nicht so richtig bedacht. Das Befestigen hier überhaupt kein Thema. Hier vorne stelle ich fest, dass ich wahrscheinlich dieses
Ja, M2-Gewinde, das brauche ich gar nicht. Das kann ich durchbohren. Also, weil ich ja von unten hier reinschraube. Das dürfte auch reichen, so weit. Wieder großartig gemacht. So, und mal gucken. Bei dem anderen Aufbau ist es ähnlich. Ja, es kommt hier doch dazu, dass die Motore, die gehören ja hier nicht in die Maschine rein. Und hier war ja irgend so ein winziger 18 irgendwas drinne. 18, 20, nee. Vielleicht ein 15, 20 oder so. Hier ist sehr klein. Oder 12, 20. Und hier ist ja dasselbe Thema. Also, mein Rahmen geht nicht genug nach hinten. Ist natürlich toll, dass ich es wieder erst nach dem Lackieren feststelle. Aber das ist halt, das bin ich. Meine Frau hat jetzt wieder was zu meckern. Ja, denkst nie richtig drüber nach. Anna, ich habe 15 Jahre über die Lok nachgedacht. Ja, also es wäre jetzt möglich, dass ich einfach hinten meinen Rahmen ausarbeite hier. Macht einen Haufen Dreck. Klebt schon wieder Stahl dran, Stücke Gitarrenseite. Also hier könnte ich im Prinzip jetzt mit einer Schleifscheibe reingehen und hier einen Teil von dem Material wegschleifen. Dann wäre das Problem erstmal erledigt. Eigentlich wollte ich nur rauskriegen, wo stecke ich am besten den Kondensator hin, weil der wird wahrscheinlich hier vorne seinen Platz finden müssen mit dem Lautsprecher. Da ist also nicht wirklich viel Platz in der Maschine. Da muss ich eventuell noch mal einen anderen Kondensator vorbereiten. Ja, also das habe ich nicht gemerkt, wie es immer ist. Gut, das war jetzt relativ simpel. Ich habe also, wie gesagt, ich habe einfach nur hier den Schlitz ein bisschen erweitert, beziehungsweise erstmal innen angelegt. Und dann passt das erstmal. Jetzt muss ich natürlich den ganzen Antrieb erstmal ausblasen, weil jetzt überall da die mäßigen Späne drin sind. So, ist noch ein bisschen ordentlicher gemacht. Und diese, mit dass ich noch Späne drin habe, ist genau der Grund, warum ich hier noch kein Schmiermittel dran gemacht habe. Dann klebt natürlich jeder blöde Span drin. Und weil ich ja noch die Achsen alle kürzen muss, deshalb laufen meine Antriebe derzeit noch trocken. So. Die Decoder hatte ich ja schon gezeigt. Damit hatte ich mich auseinandergesetzt. Die Programmierung passt jetzt. Der Funktions- und der Hauptdecoder. Mein Stuhl knarrt schön, ne? Und jetzt mal überlegen. Also, ja, eigentlich müsste ich jetzt die Kondensatoren auflöten. Oh, da habe ich aber Bock drauf. Aber das halb sechs Leute kriegt neun. Wieder mal die Spitze wechseln. Ich habe ja hier noch die so eine um die Ecke Spitze. Mal ganz doll vorsichtig sein, dass ich nicht mein Ding da versaue. Das dürfte dann der Tod des Lötkolbens sein, wenn ich diese Heizpatrone dort kaputt mache. Nanu? Oh ja. Also ich habe es ja schon mit diesem Captain Hook hier gemacht und das hat ganz gut funktioniert. Dann hoffe ich mal, dass es auch diesmal zum Erfolg führt. So, nochmal gucken, wo waren denn bloß die blöden Lötpads? So, wie es aussieht, brauche ich hier den ersten und den dritten. Ja, gut. Ist ja wieder diese blöde Aufschneiden und na, ihr wisst, was ich meine. Ich frage mich wirklich öfter, wie viele Modellbahner haben den Mut,
sich hier an den Dekoder ranzuwagen. Weil das sind 100 Euro, wenn man sich hier vertut. So was zum Beispiel jetzt, ja. Wer traut sich das? Das ist doch... Schweißtreibende Angelegenheit. So. Die Masse kommt auf Nummer 3. Tja, wegen der Kabellänge. Das ist echt doof. Die da vorneren, den Decoder vielleicht hier unter die Seite, dann brauche ich ja nicht mehr als so. Naja, scheiß drauf. Dann werde ich das mal tun. Hier bin ich dann doch so frei und arbeite mit Lötfett. Wie viele sind da dagegen und sagen, nee, Mensch, hast doch und hier und überhaupt. Aber hier sehe ich wenigstens, wo Flussmittel ist. Was dann bei Kolophonium oder so, da bin ich nicht so einig. So, nochmal gucken. Nee, sehe ich es gerade. Masse kommt auf den vorderen. Ja, ist ja eindeutig. Ja, Masse schwarz kommt auf das erste Bein, also kommt hinten der blaue ran. Ja, das wäre nur Katastrophe gewesen. Also muss ich erst den blauen anlöten. So, jetzt keine Pinzette nehmen, die allzu spitz ist, denn zerquetsche ich wieder bloß die Isolierung, wenn ich hier in höchster Anspannung dann rumfummle. Wart immer noch nicht. Aua. Die Lötstelle gefällt mir noch nicht. Oh, jetzt gefällt sie mir. Steht ein bisschen hoch. Ist wahrscheinlich dran, aber er ist mit Sicherheit dran, aber irgendwie steht mir da zu hoch. Weil da irgendwie Stücke von dem Schrumpfschlauch da im Wege ist. So, jetzt liegt da besser. Ja, sind da auch recht groß, diese Lötpads, wenn man ehrlich ist. Okay. Und knallt. Genau das, was ich meinte. Ich habe jetzt hier wieder Kabel ein bisschen zerquetscht.
Gut, naja, jetzt muss ich hier irgendwie nochmal ein Stück Schrumpfschlauch rüber machen. So, der Schlauch ist drauf. Idiot. Gut. Ich überlege, ob ich jetzt nochmal in den Tester gehe, ob er überlebt hat. Decoder-Information, Ladebenutzeroberfläche, Alidiot 69. So, und jetzt mal den Speicherbaustein probieren. Also kurze, man sieht es ja hier, ein paar Zehntel übersteht er. Gut, er hat es überlebt. So, ich denke mal, ich habe eine Lösung. Aber da muss ich erst noch mal einen Moment drüber nachdenken. Und im Grunde genommen, so würde es dann aussehen, ja. Also ich würde mir hier links und rechts die mit Ständer anordnen. Da habe ich schon mal ein Loch reingebohrt. Und dann würde ich da eben einen Draht rüberziehen, die Garnrolle raufsetzen, eine Garnrolle und dann oben drauf und dann löten. Das ist im Moment die Idee, die ich habe. Aber das wird eine echte Fummelei und dann sollen ja die vier Dinge alle identisch aussehen. Das wird nicht ohne werden. Ja, aber wie gesagt, da muss ich erstmal drüber nachdenken, denn ich will möglichst materialsparend arbeiten. Ja, wenn nicht, muss ich mir auch noch so eine Glockenisolatoren löten, ja. Drehen. Wenn ich hier welche verliere. Ja, na gut. Aber ich sag mal, das soll es denn erstmal gewesen sein. Ich nehme an, meine Speicherkarte ist schon wieder am Ende. Ich habe wahrscheinlich schon wieder genügend Material für das nächste Video zur Verfügung. Dann kann ich noch zeigen, dass ich hier die Bretter drauf habe. Also eigentlich, ja, ist das auch noch. Das werde ich jetzt heute wahrscheinlich noch machen. LED bedrahten und dann, ja, ist schon halb fünfe. Bis um 8 will ich heute machen.